heiße Hans Zollinger, habe Maurer erklärt und seit 1976 übe ich Gartenbauarbeiten aus und mache Maurerarbeiten speziell auf dem Gartenbau. Und ich habe einen Lastwagen und einen Bagger und ich mache einen Tiefbau und Hochbau auf dem Gartenbau speziell und bin spezialisiert auf Verbundsteinplätze und Stützmauern und Treppenbau. Allgemeine Arbeiten, Steingärten anlegen, Schwimmbäder und Platten legen. Ich war immer bei Renovierung. Also Renovierung kostet ja auch, aber überall mitmachen und so und inserieren und einen Haufen Geld rausgeben, das liegt für mich gar nicht drin. Oder? Also wie gesagt, ich lebe von Renovierung und ich finde diese Plattform super, muss ich sagen. Es ist relativ einfach. Es ist nicht so kompliziert. Und viele Leute sind aufmerksam geworden auf Renovero. Meine Arbeit, wenn ich selber kann, kreativ wirken und arbeiten. Und ich sehe am Schluss, was wir gemacht haben und so. Und ich bin happy und der Kunde ist happy, dann ist für mich, dann bin ich zufrieden. Ich mache das gern. Ich bin nicht frustriert an einer Arbeit, die ich machen muss. Ich fühle mich momentan sehr fit, obschon ich Sachen hatte mit Herz, Lungen und so Sachen. Momentan fühle ich mich fit, um noch etwas zu machen. Und solange ich noch fit bin, möchte ich das gerne weitermachen. Und einfach nur zu Hause sitzen und nichts mehr machen, das wäre ich nicht glücklich. Ich finde, dass einen guten Preis machen, einen fairen Preis und nicht Fantasie. Also bei mir funktioniert es jetzt so. Der Preis muss einfach stimmen, muss fair sein. Sonst kriegst du keine Arbeit, denke ich. Also einfach dir Mühe geben, gute Arbeit leisten und die Qualität der Arbeit muss auch stimmen. Sonst bin ich auch nicht glücklich irgendwie so. Und ich habe auch nicht Lust, irgendwie einen Kunden zu betrügen oder irgendwie so. Oder es ist einfach auf Renovero, die meisten sind anonym. Also ich selber, ich gebe jetzt einfach mal einen Preis sein. Es kann ein Richtpreis sein, es kann ein Festpreis sein. Ich tue mich einfach nicht bewerben, dass er mir vielleicht Retour anrufen soll oder irgendwas. Also das kann man ja auch. Und das will ich nicht. Darum gebe ich immer einen Preis ein, dann bin ich eigentlich auch anonym gegen andere Unternehmer.